meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Dieses Video wird ein ganz besonderes für mich. Wir werden heute die Elemente Feuer und Wasser aufgreifen und wir werden hoffentlich ein wunderschönes Yin und Yang zaubern. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Ganz viel Spaß dabei. Nun gut, meine Lieben, gesagt, getan. Wie ihr gut erkennen könnt, habe ich heute eine runde Leinwand. Ich habe mir mit einem Bleistift das Yin und Yang Zeichen vorgemalt. Das soll mir einfach ein bisschen zur Orientierung helfen. Selbstverständlich muss es nicht das perfekte Yin und Yang Zeichen sein. Es darf natürlich auch ein bisschen abstrakt sein, aber ich werde mein Bestes versuchen und das hilft mir einfach ein bisschen, einen Anhaltspunkt zu haben. So, ich möchte dieses Video heute wieder im Mixed Media Stil halten. Dementsprechend werden wir verschiedene Acryl Fließtechniken heute anwenden. Also gut, ich werde mit meinen kleinen Kreisen starten. Dazu habe ich mir hier schon wunderschöne Blautöne und wunderschöne feurige Rottöne vorbereitet. Da die Yang-Seite, die Feuerseite werden möchte, möchte ich den kleinen Kreis in Wasserfarben halten. Und dementsprechend schichte ich jetzt hier in meinem Becher 4 von meinen Blautönen. Hierbei ist wichtig zu sagen, ihr braucht wirklich ganz wenig Farbe. Genau, also wie ihr seht, ich habe wirklich wenig Farbe in meinem Becher. Ziel ist es wirklich nur, den kleinen Kreis damit auszufüllen. Und je mehr Farbe wir hier natürlich auf unserer Leinwand haben, umso schwieriger wird das. So, ich möchte meinen kleinen Kreis im Ring Pure Thema halten. Und gesagt, getan, werde ich jetzt versuchen, einen kleinen Ring zu formen. Ich muss es wirklich vorsichtig machen. Gut. Das reicht uns tatsächlich schon. Ihr könnt gut erkennen, dass ich hier ein schönes Muster geformt habe. Wichtig ist jetzt, ich muss das noch ein bisschen ausstretchen. Ja, sehr gut. Schaut euch mal dieses schöne Muster an. Wunderbar. Das gefällt mir super. Also, ich muss mal wieder meine Küchenutensilien zweckentfremden. Deswegen nehme ich mir ein Cola-Glas und stülpe das einfach über unseren blauen Punkt. Ich muss mir angucken, was für Muster ich erhalten haben möchte. Ich würde sagen, ungefähr so. So, ihr Lieben, ich stülpe mein Coca-Cola-Glas darüber, um die Farbe zu schützen, die wir uns erhalten möchten. Jetzt muss ich leider die übrig gebliebene Farbe ein bisschen abtragen. Wir haben so wenig genommen und doch ist es so ergiebig. Oh, ihr kennt das. Sie muss jetzt natürlich nicht komplett verschwinden. Allerdings möchte ich ja gleich mit Rottönen drüber pionen. Ich möchte nicht, dass es lila wird und sich zu arg vermischt. So, nun ist die Yin-Seite dran. Bei der Yin-Seite möchte ich das gleiche in Feuerfarben machen. Und dann, ich starte mir meinen Cup. Ich habe hier ein ganz feuriges Orange. Leere ein paar Farben. Wir brauchen wieder überhaupt nicht viel. In unseren Becher. So. Und nun, gleich wie bei der Yang-Seite, werde ich hier im Ring Pure arbeiten. Wunderschön. So, den stellen wir beiseite. Ich werde auch hier versuchen, den Ring ein bisschen auszuswitchen. Nicht zu viel. So, etwa hier.
Und die übrig gebliebene Farbe müssen wir wieder ein bisschen abtragen. So können wir das lassen. Nun denn, wird es mal wieder Zeit, meine Kuchenformen auszupacken. Die habe ich hier. Diese werden mir heute helfen, unsere schöne Yin und Yang Form nicht zu zerstören. Das heißt, ich lege mir den Ring auf der ersten Linie auf. Genau. Den zweiten kann ich dabei beiseite legen, den brauche ich gerade nicht. Meine Kuchenform habe ich jetzt über der Yang-Seite platziert, einfach um mir in der Mitte ein bisschen leichter zu tun, dieses schöne Yin und Yang Muster zu erhalten. Und nun beginne ich auch schon, die feurige Seite zu formen. Dazu nehme ich heute Reflect Orange. Unser wunderschönes Sonnengelb. Ein ganz kleines bisschen Ocker. Dunkelmagenta. Und Primary Magenta. Ich beginne jetzt erstmal mit der Unterseite, diese auszublasen. Dazu brauchen wir unseren Haartrockner. Ziel ist es jetzt natürlich, unsere Farben nach oben zu blasen. Der Ring dient uns als Schutz, dass wir nicht auf die Yin-Seite kommen mit unserer Farbe. Die soll ja dann konträr zur Yang-Farbe stehen. Soweit, so gut. Also, das lassen wir jetzt ruhen. Ich werde nun mit der Yin-Seite beginnen. Und zwar parallel zu unserer Yang-Seite werde ich meine Blautöne auftragen. Ich habe hier ein wunderschönes Himmelblau, ein dunkles Blau. Auch jetzt soll uns unsere Kuchenform dazu dienen, unseren schönen Bogen zu erhalten. Also, die Yin-Seite werde ich nach unten blasen. Wunderbar, das reicht uns erstmal. Okay, ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ich habe hier schon gut Farbe in unserer Springform. Allerdings werde ich diesen Yang-Ring jetzt entfernen. Und mir meine zweite Kuchenform nehmen, um das Yin abzudecken. Auch hier, ihr seht, die Farben wollen schon zusammen. Ja, das ist okay. Nun gilt es, die Yin-Seite fertig zu machen, also auch hier arbeite ich mit meinen schönen Blautönen. Und wir brauchen wieder unseren Haartrockner. So, ich lasse diese Seite ruhen. Ihr könnt sehen, wir haben hier noch ein paar nackte Stellen. Das ist aber überhaupt kein Problem, die bessern wir danach aus. So, und das Ganze von vorne. Nun müsst ihr hier ein bisschen aufpassen. Ihr könnt sehen, wir haben hier keinen Schutz mehr bei Yin und Yang. Dass wir jetzt nicht versehentlich die Yang-Seite über die Yin-Seite blasen. So, sehr gut. Nun gilt das Gleiche auf der Yin-Seite. Ich werde hier ganz vorsichtig meine Kuchenform entfernen. Ja, also ihr Lieben, ihr könnt schon sehen, dass die Farben ein bisschen zusammenlaufen. Das lässt sich einfach nicht verhindern. Das werden wir aber im Nachgang noch ein bisschen korrigieren, dass wir uns unsere schöne Form
Okay, ihr Lieben, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es ist soweit. Wir werden unsere Gläser entfernen. Ja, das funktioniert wirklich gut. Ihr könnt nun ganz gut erkennen, dass natürlich ein bisschen die Farbe ineinander läuft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich erkenne ein wunderschönes Yin und Yang. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne eine Videoserie aus Yin und Yang machen. Wir haben jetzt die Elemente Feuer und Wasser und dann fehlen uns natürlich noch Luft und Erde. Ich finde es super schön, momentan mit den Elementen zu spielen. Feuer und Wasser, Luft und Erde, wenn diese nebeneinander hängen, dann fühle ich mich wirklich, als wäre ich komplett im Einklang. Und genau das soll uns Yin und Yang ja auch vermitteln. Ich meine, bitte nagelt mich nicht fest, ich habe das nicht studiert. Allerdings habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht über die Bedeutung, die uns Yin und Yang mitgeben soll. Okay, meine Lieben, also, für heute bin ich zufrieden. Ich werde hier noch ein bisschen was von der blauen Farbe abtragen. Danach werden wir dieses Schätzchen gut austrocknen lassen und dann noch einmal nacharbeiten, dass wir uns unsere schöne Yin und Yang Form erhalten können. Gut, meine Lieben, ich bin soweit zufrieden. Also, ich lasse das Ganze jetzt hier abgedeckt trocknen für einige Tage und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder und dann machen wir dieses Schätzchen fertig. So, meine Lieben, hier bin ich wieder. Wir sehen uns jetzt eine Woche später in neuer Frische. Unser Bild ist vollkommen ausgehärtet und getrocknet. Und nun möchte ich euch zeigen, wie ich jetzt unser Yin und Yang noch ein bisschen verschönere. Okay, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, durch das Trocknen sind uns unsere Farben natürlich ein bisschen verlaufen. Das lässt sich leider gar nicht verhindern. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und was ich euch heute wirklich mitgeben möchte, ist, habt Mut dazu und traut euch, bereits gepürte Bilder noch einmal nachzuarbeiten. Das werden wir jetzt hier gemeinsam machen. Ich habe mir hier ein bisschen Acrylfarbe vorbereitet. Das sind genau die gleichen Farben, die ich auch beim Püren verwendet habe. Und nun werden wir uns unser schönes Yin und Yang Zeichen zurückholen. Also, ich starte wieder mit meinem Tortenring und lege mir die Form ungefähr auf, wie ich sie hatte. Ich würde sagen, etwas so. Ja. Sehr gut. Und nun beginne ich einfach mit meinen Blautönen hier den Rand auszumalen. Wir werden natürlich einen Farbverlauf schaffen, deswegen habe ich noch verschiedenste Blautöne vorbereitet, um danach natürlich den Kontrast nicht so krass wirken zu lassen. Aber ihr werdet sehen, das funktioniert problemlos. So, ich mische hier ein bisschen meine blauen Töne. Das funktioniert wirklich gut. Und Leute, was ich euch auch ans Herz legen möchte, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Also wenn ihr oft im Internet oder auf Social Media diese perfekt gepürten Bilder seht, glaubt mir, meine Lieben, wie viele Bilder bei mir schon schief gegangen sind, die ich dann immer noch retten konnte im Nachgang, das sind wirklich unzählige. Und deswegen habt Mut dazu, probiert es einfach mal aus. Man kann noch so viel rausholen beim Nachbearbeiten. Und ihr werdet sehen, man wird es nachher nicht mehr sehen. Und ihr werdet glücklich sein mit eurem Ergebnis und das ist es doch, worauf es ankommt. Wichtig ist mir hier an dieser Stelle, dass ich unsere Rottöne gut überdeckt bekomme. Das funktioniert tadellos. Ihr seht, ich brauche auch tatsächlich gar nicht viel Farbe. So, gut. Nun nehme ich meinen Ring schon ab und ihr könnt sehen, dass wir eine schöne gerade Kante haben. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Das gleiche werde ich jetzt hier auf der Unterseite machen und ich werde ihn umdrehen, so. Ja, also wir haben hier unten noch ein bisschen etwas von unseren Rottönen und weil wir gerade dabei sind, mische ich hier meine Blautöne
und male zuerst die Kante hier aus. Die Kuchenform hilft mir dabei, die schöne Form zu behalten. Das macht es mir einfach ein bisschen einfacher. So. Ich mische meine Farben wieder, versuche einen schönen Farbverlauf zu schaffen von den Blautönen, dass wir uns nicht zu sehr von hier abheben. Ihr könnt sehen, das funktioniert wirklich gut. Und wenn es dann getrocknet ist, wird man so gut wie keinen Unterschied mehr sehen. Außerdem, ihr Lieben, denkt an meine Worte. In der Kunst ist alles erlaubt. Nichts, was ihr macht, ist falsch. Tobt euch richtig aus. Ich weiß, dass viele haben mir geschrieben, ihnen fehlt der Mut, Bilder nachzukorrigieren oder noch einmal drüber zu puren. Man muss sich das einfach trauen, Leute. Wirklich, was soll schon schief gehen? Seid kreativ, probiert euch aus. Auch natürlich die Ränder mitnehmen. Ihr wisst, was ich immer sage. Gut, den blauen Pinsel legen wir beiseite, den werden wir nachher noch brauchen. Und jetzt kümmern wir uns hier in der Mitte um die rote Seite. Ich nehme einen frischen Pinsel, habe hier wieder die gleichen Farben vorbereitet, wie ich sie auch beim Puring schon benutzt habe. Und werde nun unser Yang retten. Brauche gar nicht viel Farbe. Tatsächlich auch gar nicht viel Mühe. Ihr seht, ich mische die Farben einfach auf meinem Pinsel. Lass die Farben ein bisschen machen, was sie wollen. Ihr kennt das von mir. Ich liebe das. Das gestehe ich meiner Kunst auch zu. So. Sehr gut. Ein bisschen Magenta möchte ich noch hier einarbeiten. Und dann kann ich unseren Tortenring schön abheben. Und ihr könnt sehen, wir haben unseren schönen Yin und Yang Bogen wieder zurückbekommen. Jetzt werde ich natürlich das hier noch ein bisschen covern, dass man hier das nicht so extrem sieht, die Kante. Ich nehme mir hier noch einen kleineren Pinsel. Ich schaffe hier noch so ein paar Highlights mit unserem wunderschönen Kupfer. So weit, so gut. Ja, sehr schön. Nun gilt es natürlich noch, unsere kleinen Kreise zu verschönern. Dazu nehme ich mir hier wieder mein altbewährtes Cola-Glas, stülpe es über den blauen Kreis drüber, tippe in die Feuerfarben und gehe einmal drumherum. Um die blaue Farbe, die uns beim Trocknen verlaufen ist, einfach wegzucovern. Das funktioniert tadellos. Ihr seht, ich habe nicht viel Mühe, ich brauche auch tatsächlich nicht viel Farbe. Ich gebe das Glas ab und habe nun Raum, hier die Farben schön auszubessern. Noch einen kleinen Farbverlauf zu schaffen. Mich jetzt dazu entschieden, zuerst die Yang-Seite fertig zu machen. Ihr könnt sehen, ich ziehe hier mit meinem Pinsel so leichte Linien, das soll ein bisschen das Feuer darstellen.
Nagelt mich nicht fest drauf, es ist immer noch abstrakt, meine Lieben. Ich finde, das sieht schon echt cool aus. Okay, jetzt werde ich mich um unsere kleine Kugel hier kümmern. Dafür nehme ich einen frischen Pinsel, ein bisschen einen kleineren, mische wieder unsere Blautöne und werde hier nun die Ränder nachziehen. Wichtig ist mir, dass wir das Muster, das wir gepürt haben mit unserem Ring Pure, nicht ganz zerstören. Wir werden das nur ein bisschen highlighten. So, genau. So, kommen wir zur Yin-Seite, unsere blaue Seite. Auch hier werde ich noch ein paar Highlights schaffen mit unserer blauen Farbe. Ich nehme den gleichen Pinsel, mit dem ich gerade gearbeitet habe, und werde auch hier ein paar absteigende Linien ziehen. Wir haben ja gelernt, Yang ist die aufsteigende Energie und Yin ist die absteigende Energie. Und ich finde den Gedanken sehr schön, dass es immer beides braucht, um ausgeglichen zu sein. Ich finde, das gilt in ganz, ganz vielen Lebenssituationen. Meistens gibt es nicht nur schwarz oder weiß oder aufsteigend oder absteigend. Es ist immer hier ist es uns nicht so sehr auseinandergelaufen, das ist gut. Aber wie ihr gerade gesehen habt, ist es wirklich überhaupt nicht schlimm. Es ist und bleibt halt auch einfach Acryl Puring, so, das heißt Fluid Art, flüssige Farben, dann kann das einfach passieren. Und glaubt mir, meine Lieben, es passiert jedem. So, genau. Ich nehme den Ring hier ab. Gut. Wir gehen wieder zu unserer roten Farbe und zu unserer Feuerfarbe. Ich mische die Farben ein wenig und covere hier die blaue Farbe, die wir hier nicht haben möchten. Okay, die runde Farbe haben wir zurück und auch hier unten möchte ich versuchen, uns ein bisschen das Muster beizubehalten. Diese Seite braucht es ein bisschen mehr Farbe, weil wir natürlich eine dunklere Farbe darunter haben. Das war auf dieser Seite ein bisschen leichter. Ist aber auch überhaupt kein Problem. Nehmt euch einfach einen Augenblick Zeit. Und ihr könnt sehen, die Acrylfarben decken wirklich super gut. Okay, also ich finde, das sieht schon mal super gut aus. Was ich jetzt noch mache, ich habe hier einen Goldstift. Mit diesen möchte ich nun ganz zum Schluss noch unser Yin und Yang nachziehen. Ihr könnt es selbstverständlich auch mit dem Pinsel machen, ne? Das versteht sich von selber. Das gleiche möchte ich hier bei unseren Ringen jetzt auch noch machen. Da.
Was ich jetzt noch mache, ich gucke, ob mir irgendetwas noch missfällt, ob ich vielleicht noch ein paar Linien ziehen möchte. Aber kommt mal ein bisschen rein, Leute, schaut mal. Wir haben unsere Yang-Seite, unser aufsteigendes Feuer. Wir haben unsere Yin-Seite, das abfallende Wasser. Ich liebe es wirklich sehr. Ich finde, der Kontrast ist uns toll gelungen. Wir haben hier tolle Muster kreiert. Das Gold in der Mitte wertet alles noch ein bisschen auf. Sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Ich möchte daraus vielleicht eine Serie machen. Wir haben jetzt das Element Feuer und Wasser. Fehlen uns noch zwei. Wir brauchen noch Erde und Luft. Also darauf könnt ihr euch in Zukunft auch noch freuen. Und wenn es euch genauso gut gefällt wie mir und ihr weitere Videos von mir seht, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und bis dahin, meine Lieben, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!